Ja, Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei FIFA 16 Ultimate Team. Und ja, großartige Spielerform. Vor zwei Spielen war sie noch, was stand da genau? Nicht so gut, ne? Irgendwie was nicht so tolles. So, die Litfaßsäulen sind wieder unterwegs und ja, wir sind mittlerweile der Beste, auch waren wir vorher auch schon, aber wir sind der beste Spieler vom Wert her. Wir haben die 70 erreicht und jetzt wollen wir natürlich auch das nächste Spiel gewinnen. Das wäre nicht so schlecht und das ist auf jeden Fall das Ziel. Freistöße Skill Challenge. Oh, viel zu doll. Den hält natürlich jeder Torwart fest. Kann ruhig ein bisschen doller. So, der war auch ein bisschen zaghaft. Ja, der war ein bisschen dünn. Kommen wir nicht drüber. Ah, der könnte klappen. Ah, zweite Reihe. Vielleicht müssen wir auch einfach drumrum spielen. Da haben wir ja genau die Lücke erwischt, aber der Ball kam zum Glück nochmal zurück. Okay, versuchen wir mal drumrum zu spielen. Ja, wunderschön. Er könnte sich links wegdrehen. Nein, passt noch. Ah. Na gut. Trifft trotzdem. So, jetzt wird es schwer, da den rumzuzwirbeln. Naja. Ne, jetzt ging es Außennetz. Ach, schade. Da müssen wir halt oben rüber. Das wird nicht reichen, gerade so nicht. Der war ein Volltreffer. Hm. Das war nix. Den wollte ich auch gar nicht flach spielen, Entschuldigung. So, reicht mir jetzt auch hier. So. Also. Grödig gegen Wolfsberger AC. Und ja, mal gucken. Zwei Vorlagen haben wir hier angeboten. Letzte Folge. Und vor allem viele Zweikämpfe. Viele häufig den Ball geholt. Auf jeden Fall deutlich häufiger, als wir ihn wieder verloren haben. Auch wenn uns da die gelbe Karte nach 10 Minuten ziemlich gehemmt hat. Auch wenn man es mir vielleicht nicht unbedingt angesehen hat, aber sowas ist schon doof. Ah. Uiuiui, was war das für ein Pass nach außen da? Da standen wir eigentlich ziemlich gut und dann leiten wir den Konter, oder leitet mein Team hier den Konter ein vom Gegner. Schöner Sololauf. Ah, leider eine Station zu weit. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich da schon so durchkomme, dann wollen wir auch das Tor schießen.
Ja, direkt weitergeleitet. So, komm, mach ihn, Junge. Mach ihn. Mach ihn. Oh, aber der Schuss war nicht schlecht, aber leider knapp vorbeigezogen. Trotzdem, ach, schön weitergeleitet, der Pass. Muss man auch mal sagen. Ist immer ärgerlich, ne, wenn so ein schöner vorbereiteter Pass und dann das Tor nicht kommt. Ähnlich wie beim Quarterback, ne? Komm, mach da einen guten Pass und dann fängt der Receiver nicht. Kann man sich drüber ärgern. Heieiei. Wilde Aktion hier vom Torwart. So, gucken wir mal. Ach, wieder ein Tick zu weit gelaufen. Mann. Also beim nächsten Mal spielen wir ab. Jetzt holen wir uns den Ball aber auch wieder. Na gut. Gibt Einwurf, ne? Ach komm, der war doch nicht aus. So, ich schenk dir hier keinen Ball, Kollege. Bis wir den nicht wieder haben. Sehr gut. Ah, nie gehabt. Na gut. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Wir haben hier schon die Hälfte unseres Feuerverschossens. Mensch. Also da sind wir gerade aktuell ein bisschen zu eigensinnig. Wobei ich ja nur mich versuche durchzudribbeln, um dann einen zu bedienen. So, da müssen wir jetzt mal mitsprinten, ne? Ah, schade. Gut geklärt vom Verteidiger. Schade. Ei, dann kriegen sie den Ball wieder. Schade. Ich hatte gehofft, dass es zwischendurch mal Vorteile gibt, aber war alles sauber vom Gegner. Sehr schön. Haben wir gut gemacht. Oh ja. Kein Abseits. Ah, na gut. Immer ein Einwurf. Für den Gegner. Scheiße. Wieso das denn? Ah, der spielt immer gerne an der Grundlinie entlang, wieder zurück zum Torwart oder zum Verteidiger. Deswegen habe ich da die Tür mal zugemacht. Ah, war ein Versuch wert. Leider ein bisschen zu weit links der Ball und jetzt müssen wir aufpassen. Kriegen den Ball. Ah, okay. Ja, wir müssen aufpassen. Also das Spiel können wir nicht durchspielen. Das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Dafür sind wir einfach zu viel gelaufen, haben zu viel geackert hier. Und damit ist die erste Halbzeit schon mal vorbei.
So, Anstoß, zweite Halbzeit. Los geht's. Ja, das haben wir schon häufiger mal gemacht und es klappt einfach immer wieder. Es klappt einfach immer wieder. Sehr schön. Einfach mal genutzt hier die Lücke, den Platz, den sie uns gelassen haben und zack, dann ist der Ball im Netz. Ja, immer auf Soleimani, der profitiert davon natürlich. Wir sind dann nicht in der Torjägerliste, wir sind da, werden dann nicht so toll erwähnt wie er, aber das ist halt unsere Arbeit als Spielmacher, ist halt so. Und es könnte der dritte Sieg in Folge sein, also jetzt haben wir einen Lauf. Aber wie gesagt, das sind alles Spieler, die nicht so richtig stark sind, ne, von den Werten her. Ach, Mensch. Hätten wir den Ball noch mitnehmen können. Oh ja. Ach, war sehr riskant. Das wäre eigentlich, ja, dürfen nicht so, die, nicht so leicht gelbe Karten in Kauf nehmen, ne? Weil jede, selbst eine fünfte gelbe Karte, da kriegen wir so einen Anschiss, als wäre es eine rote, weil wir ein Spiel gesperrt sind. Also, das sollten wir tunlichst vermeiden. Leitet er weiter. Ach komm, nimm mir doch nicht den Ball vom Fuß. Schade, ich dachte, da lasse ich mir mal einen drauflegen, aber dann war der Verteidiger dazwischen. Na, wenn er sich den mal nicht ein bisschen weit vorgelegt hat. Und der rollt dann nämlich ins Aus. Schwache Aktion hier. Ah, ich wollte doch jetzt... Naja, das war jetzt einmal zu viel. Spielt dort zu mir. Shit. Aufpassen jetzt. Aber gut abgefangen. Autsch. Weißes Knöcheltape. Gelbe Karte gibt's. Nix da. Aus. Ja, das war jetzt eine unfreiwillige Vorlage, aber ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Ja, vielleicht können wir doch zu Ende spielen hier. Nee, so nicht. Da haben wir den ein bisschen zu sehr gehetzt.
So, und vielleicht nochmal die Konterchance hier. Läuft er mit? Ich kann nicht durchlaufen. Dafür fehlt mir der Sprit. Schade, und ich konnte von der Kamera nicht mehr links sehen, ob der da mitläuft. Sonst hätte ich den vorher schon mal rübergegeben, aber ja, ärgerlich. Oh, Vorsicht, aber daneben. So, können wir uns mal auswechseln lassen. Wäre nicht so schlecht. Weil wir sind hier echt keine Hilfe mehr, wenn wir nicht mehr wirklich laufen dürfen. Ah. Ist so gefährlich, dass wir uns verletzen. Da muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Da ist das Spiel aber ganz penibel. Schlechter Pass mit der Hacke. So, ich gehe mal davon aus, dass wir gewinnen, oder? 8 Punkte hatten wir, glaube ich. Müssten wir jetzt 11 haben. Wieder das Spiel des Tages. Also, wir haben wirklich einen guten Lauf gerade. Und, ach, 9 hatten wir vorher. Ja, 12 haben wir jetzt. Und ja, mit dem Blick nach oben. Also, es sieht richtig gut aus. Quatsch. Was erzähle ich denn hier? Moment. Wir haben das Ding 2-1 verloren. Was zum Teufel ist da passiert noch? Was ist da passiert? Wir haben 1-0 geführt. Bis zur 84. oder so. Unglaublich. Unglaublich. Ja, damit sind wir wieder Letzter. Es ist zwar alles ziemlich eng beisammen. Platz 5 ist nur 4 Punkte weg, aber die 3 Punkte hätte ich jetzt schon gerne mitgenommen. Oh, ist das ärgerlich. Na gut, können wir auch nichts für, ne? Können wir auch nichts für. Machen wir eben nochmal kurz Training. So. Ja, der Trainer hat natürlich keine andere Wahl, als uns wieder quasi aufzustellen. Standards, so. Und dann nochmal einmal hier sowas. Ha, das ist ja bitter. Bisschen. Na gut. Ja, nächste Folge haben wir ein Spiel gegen Rapid Wien. Und da stehen wir auch in der Startformation. Also Leute, nächste Folge geht's dann weiter und dann hoffe ich mal, Alter, da verlieren wir das noch. 84. oder 85. haben wir noch geführt, ey, ich glaube es nicht. Also, wir sehen uns wieder. Nächste Folge wird's dann hoffentlich der Sieg werden. Na gut, gegen Rapid, das wird nicht einfach. Wir werden sehen. Also, macht's gut, bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, nicht den Daumen hoch vergessen. Vielen Dank und ciao, bis dann.